Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für euch. Wer hätte es gedacht? Es steht im Titel. Ganz viele haben sich dieses Video gewünscht. Viele fragen mich immer und immer wieder, ob ich nicht zeigen könnte, was wir hier aufbrauchen, was ich für mich aufbrauche, für den Liam, beziehungsweise was die Jungs so verwenden. Drehe ich natürlich sehr, sehr gerne ab, dieses Video. Es soll als kleine Inspiration dienen, auch ein bisschen als Ablenkung. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere Produkt dabei, das ihr so noch nicht kennt und deshalb auch mal näher anschauen wollt. Ich würde sagen, wir starten durch in dieses Video. Es ist von allem was dabei, also Körperpflege, Gesichtspflege, dekorative Kosmetik, ein bisschen was für Liam ist dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ja, dann starten wir mal mit dem kleinen Liam. Und zwar habe ich für ihn aufgebraucht, dieses hier fürs Bad. Einmal hier Wasch- und Duschcreme von Bübchen. Das ist so, so ultra gut. Es riecht einfach sehr, sehr gut. Es zieht nicht in den Haaren, es brennt nicht in den Augen. Und dieser Geruch, der erinnert mich einfach total an die kleinen Jungs hier noch im Hause, die jetzt etwas größer geworden sind. Tatsächlich glaube ich, dass sie die Rezeptur gar nicht geändert haben. Ich weiß es nicht. Aber ich kaufe es eben sehr, sehr gerne. Hier zwei leere Verpackungen werde ich definitiv nachkaufen. Im Wechsel habe ich dann noch für den Liam das hier aufgebraucht. Und zwar von Louis Wittmer. Das Shampoo- und Waschlotion-Produkt. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Da hatte ich auch schon mal eins aufgebraucht. Und dann das nachgekauft. Ich weiß nicht, ob ich es nachkaufen werde. Also ich muss es online bestellen. Ich glaube, dass man das auch in der Apotheke bekommt. In unserer Apotheke habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Aber ich liebe halt das. Aber das fand ich auch richtig gut. Also mal schauen. Wahrscheinlich werde ich es online bestellen. So viel zum Liam. Ansonsten für mich habe ich, wo machen wir denn weiter? Machen wir mit der Pflege weiter fürs Gesicht. Für mich habe ich aufgebraucht meine liebste feuchtigkeitsspendende Tagescreme von Beauty Mates tatsächlich. Ich habe die allerdings auch schon als Nachtpflege aufgetragen. Und zwar, wenn es ein sehr, sehr heißer Tag war, ich natürlich mein Gesicht vor der Sonne schütze, ich natürlich auch Sonnencreme auftrage, aber einfach abends gemerkt habe, dass es spannt, dass die Haut trocken ist, dann habe ich das tatsächlich auch als Nachtpflege verwendet, dieses Produkt. Einfach ein bisschen dicker aufgetragen. Es ist sehr, sehr reichhaltig. Es ja, plustert so auch von innen die Haut auf. Also am Morgen sieht man total frisch aus. Und eben als Tagescreme ist es auch ideal für die Grundlage als Make-up. Ich werde mir die definitiv nachbestellen, diese Tagespflege. Ich habe nämlich auch noch einen Rabattcode, der tatsächlich noch gültig ist. Mit dem werde ich mir das bestellen. Auch mit den Boostern bin ich ja total zufrieden von Beauty Mates. Da gibt es ganz viele verschiedene. Beauty Mates ist ein kleines Startup-Unternehmen aus Bayern, die sich eben auf Wirkstoffkosmetik spezialisiert haben. Alles vegan, tierversuchsfrei. Und es ist wirklich nur das quasi drinnen in dem Produkt, was die Haut wirklich braucht. Ja, und nichts Unnötiges, keine unnötigen Zusatzstoffe. Ist übrigens auch ohne Konservierungsstoffe und ohne Duftstoffe. Und hier noch mein Selbstbräunung-Booster. Hier ist mein Backup, tatsächlich bestellt mit meinem Rabattcode. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Es ist einfach sowas von der Hammer. Ich kann euch das zu 100% empfehlen. Also wirklich. Wir wollen ja alle schön gebräunt sein. Wir wollen dafür aber nicht in die Sonne. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Und deshalb haben wir hier dieses kleine Hilfsmittelchen. Einfach 2 bis 3 Tropfen in die Tagescreme mischen, auftragen und dann hat man tatsächlich nach circa 2 Stunden schon einen Effekt. Es ist streifenfrei, es ist geruchslos, es färbt nicht ab und es ist einfach grandios. Ich habe mir das auch schon ganz oft in die Bodylotion gemischt und habe mich damit eingecremt, wenn ich morgens gemerkt habe, die Beine sehen ein bisschen käsig aus und ich möchte gerne einen Rock tragen, weil es draußen irgendwie gefühlt 150 Grad sind, also übertrieben. Und ja, überhaupt kein Problem. Also es ist wie Zauberei, aber es wirkt und ich bin so begeistert. Also ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Da ist noch ein bisschen was drin und das ist mein Backup. Ich habe tatsächlich auch einen Rabattcode bekommen, den ich euch jetzt hier mal einblende bzw. unten in der Infobox verlinke. 20% bekommt ihr auf alles. Ihr könnt euch da sehr, sehr gerne mal umschauen bei Beauty Mates. Die haben auch einen Konfigurator. Das heißt, ihr sucht euch ganz, ganz einfach erst die Creme aus
Und dann habt ihr ja eben die Möglichkeit, so viele Booster auszuwählen, wie ihr eben möchtet. Das Ganze ist dann eben auch günstiger, als wenn ihr das einzeln kauft. Und so habt ihr genau für euren Hauttyp das ideale Produkt und könnt euch das so aussuchen, wie es für euch am besten passt. Also so zusammenstellen, wie es für euch am besten passt. Ja, finde ich mega, mega genial. Stehe ich voll und ganz dahinter. Und ansonsten habe ich für mein Gesicht auch noch als Pflege diese Maske hier aufgebraucht von L'Occitane. Richtig gut, also das war eine Aqua Mask, hat man auch gemerkt, sehr feuchtigkeitsspendend. Der Geruch war auch sehr gut, werde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich noch ganz viele andere Masken habe, die ich ganz gern aufbrauchen möchte. Allerdings werde ich das Tiegelchen aufheben, ich finde sowas immer ganz praktisch, auch wenn man was verschenken möchte. Also natürlich, wenn man das jetzt hier alles abmacht und vielleicht ein schönes Band dran macht, dann hat man eine schöne Aufbewahrung. Und ansonsten können wir gerne weitermachen mit den Haaren. Ja, leider ist mein liebstes Produkt aus dem Sortiment gegangen. Also ich habe super, super lange gesucht und auch gegoogelt, aber sie bringen es scheinbar nicht mehr raus. Es gibt dazu ein Alternativprodukt, das aber lang nicht an das rankommt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch was drin, habe ich gefunden in der Tasche, in der Badetasche. Werde ich noch aufbrauchen, das ist allerdings leer und ich hatte mir das nachgekauft oder gekauft so rum, weil ich gedacht habe, es wäre dann eben der Nachfolger. Ne? Ist auch noch relativ voll, aber nein, es kommt dem nicht nahe. Also weder vom Geruch noch vom Effekt. Also hier ist jetzt noch ein letzter Rest drinnen. Schade Schokolade, ich bin echt enttäuscht. Ist aber immer so, ne? Die Sachen, die einem dann super gut gefallen, an die man sich gewöhnt hat, die man super gerne nachgekauft hat, die gehen dann aus dem Sortiment. Ist euch das auch schon mal passiert? Mit welchem Produkt ist euch das schon mal passiert? Das würde mich mal interessieren, falls es euch auch schon mal so ergangen ist wie mir. Es gibt natürlich Schlimmeres, ne? Ist klar. Machen wir mit den Haaren weiter. Das habe ich auch gebraucht, mein Magic Retouch von L'Oreal. Ich war, glaube ich, 7 oder 8 Wochen nicht beim Friseur. Ich hatte keinen Termin ergattern können. Ich hatte auch niemand für den Liam, es ist echt ultra schwer und mein Ansatz sah so, so schlimm aus. Oh mein Gott. Deshalb habe ich mir auch angewöhnt, diese komische Palme hier immer zu machen. Ist für euch vielleicht auch schon aufgefallen, weil es meinen Haaransatz immer schön kaschiert hat. Jetzt muss ich das eigentlich nicht machen, aber ne, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Jedenfalls habe ich jetzt wieder dunklere Haare, wer hat es gemerkt, und mein Haaransatz ist auch wieder fresh. Nichtsdestotrotz wird das nachgekauft, weil ich immer nicht weiß, wann ich den nächsten Friseurtermin ergattern kann und ob ich dann jemand für den Liam eben habe. Also es hört sich blöd an, aber es ist halt nicht so einfach bei uns. Machen wir mit den Füßen weiter. Ja, hier, das habe ich mal verwendet. Ich fand das so komisch. Das ist wie so eine Socke, die man anzieht, also zwei. Und dachte ich, naja gut, am nächsten Tag, ich habe gedacht, ich spinne, die Haut, die hat sich so total abgeschält, es war echt grauenhaft, die Füße haben so schlimm ausgesehen. Und deshalb habe ich dann schnell meine Fußbutter hier verwendet von Kneipp, richtig gut riecht die. Ich muss sagen, dass ich das allerdings sehr vernachlässige, weil ich ständig dann aufspringen und irgendwas machen möchte. Ich kann ja nicht still sitzen. Dann hast du halt voll die Fußtapsen, ne? Und das geht natürlich nicht. Das kann ich dann erst mitten in der Nacht machen, wenn ich dann auch weiß, dass ich nicht mehr aufstehe vom Sofa oder aus dem Bett. Das habe ich aufgebraucht. Das hatte ich noch alternativ. Ja, das fand ich eigentlich besser, ne? Da ist jetzt noch ein bisschen was drinne. Werde ich auch noch aufbrauchen. Aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen faul, muss ich echt sagen. Obwohl, ja, Füße, wenn die so gepflegt sind, das ist schon was Schönes, ne? Gerade im Sommer. Naja, da muss ich einfach Besserung geloben. Was erzähle ich da? Also, dann habe ich auch gebraucht von Balea eine Augentuchmaske. Fand ich jetzt nicht so krass gut, muss ich ehrlich zugeben. Hatte ich im Urlaub mit dabei, meine ich, nee, also habe ich jetzt irgendwie nichts gemerkt oder fand das jetzt irgendwie spektakulär. Gut, was willst du erwarten? Ne? Kannst du nicht erwarten, dass du dann aussiehst wie 20, nachdem du so eine Maske aufgetragen hast. Allerdings, was das Gesicht meiner Meinung nach sehr verändert, ist dieses Produkt hier. Das habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Ich finde das so grandios. Ich kaufe das immer bei DM, das werde ich mir jetzt auch wieder nachkaufen. Das sind diese kleinen Kapseln, sage ich jetzt mal so. Perfect Skin Beauty Konzentrat. Ich habe es euch das letzte Mal, glaube ich, schon erzählt, ne? In meinem
der M-Hall. Wirklich, das ist wie ein Porenverfeinerer. Und jetzt gerade im Sommer, ich spreche schon wieder Italienisch mit euch. Jetzt gerade im Sommer möchte man ja nicht unbedingt Full Coverage hier rumrennen und das Make-up des Grauens auftragen, also ne, 3 Schichten, sondern man möchte ja eigentlich so wenig wie möglich tragen im Gesicht. Und da ist es wirklich ideal. Also die Poren, die Fältchen, es wird einfach alles geglättet und es sieht so schön aus. Es riecht auch gut, also dezent, aber also jetzt nicht so penetrant, richtig, richtig gut. Für wenig Geld habt ihr da wirklich ein richtig krasses Produkt, werde ich definitiv nachkaufen. Dann habe ich hier noch diese Maske aufgebraucht, hatte ich euch jetzt vergessen, was das Gesicht und die Pflege betrifft, zu zeigen von Lush. Ihr wisst ja, dass ich ein absoluter Lush-Fan bin. Hier auch ein Schauergel noch aufgebraucht. Ich hebe diese Verpackung ja immer auf, weil man dann bei, ich glaube, 5 Stück, wenn man 5 Stück zurückgibt, eine Maske bekommt. Irgendwie so. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall hebe ich das immer auf und dann gehe ich mit meinem Tütchen zu Lush. Wir haben ja auch immer ganz, ganz viele Badebomben, die wir aufbrauchen. Und ich finde Lush, gerade was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Richtig, richtig gut. Und deshalb ja, bin ich ganz oft im Lush-Store. Ansonsten habe ich aufgebraucht Nagellack. Diesen hier von Manhattan. Ein Base Coat. Ich habe hier noch so viele, auch von verschiedenen Events und ich brauche die jetzt erstmal alle auf. Wirklich, also es wird kein Nagellack gekauft, bevor nicht mindestens 1 oder 2 wieder leer sind. Und jetzt habe ich auch gebraucht diesen Base Coat hier, diesen Unterlack von Manhattan und ich habe tatsächlich noch einen anderen. Fragt mich nicht von welcher Marke, wird aufgebraucht. Ne, knallhart. Und dann habe ich noch diese 2 Teile hier aufgebraucht, diese Pads, um den Nagellack eben runter zu bekommen. Die sind so genial, wirklich. Also total easy. Meine Schwester Steffi hat mir die aus England mitgebracht. Ich habe da tatsächlich auch noch Vorrat, den sie mir geschenkt hat. Deshalb werde ich es selbst nicht bestellen, aber ich finde das einfach grandios. Ich meine aber auch, dass es die logischerweise mit Sicherheit auch in Deutschland geben wird. Ich glaube, mir hat das sogar jemand geschrieben, weil ich die auch so gelobt habe. Da hat mir das jemand in die Kommentare geschrieben. Also, ich gehe davon aus, dass es die auch hier zu kaufen gibt. Habe ich aufgebraucht, mein liebstes Deo von Rexona. Ich werde nichts anderes mehr kaufen. Ich hatte in der Zwischenzeit tatsächlich mal ein anderes probiert. Nein, also das und sonst gar kein anderes. Ich liebe das so, so sehr. Kaufe ich mir schon tatsächlich seit Jahren, seitdem mir das mal meine Freundin Steffi gezeigt hat oder empfohlen hat, vielmehr. Da waren wir bei der Berlinale mit L'Oreal oder meinte Steffi, probier das mal, das ist richtig gut. Sind wir los, wir hatten noch Zeit, da waren wir dann bei Rossmann, meine ich, habe ich mir das gekauft und seitdem, wie gesagt, nichts anderes. Und das, was ich mir jetzt gekauft habe, das zeige ich euch nicht, weil es echt grottig ist. Jo. Dann kommen wir kurz zu meinen Jungs, beziehungsweise ich zeige euch noch die Foundation, die ich aufgebraucht habe. Und zwar meine Bourjois Healthy Mix Foundation. Das hier ist tatsächlich noch vom letzten aufgebraucht Video. Ich habe vergessen, es wegzuwerfen. Aber jetzt habe ich auch wieder die neue Packung aufgebraucht und habe sie mir auch nachbestellt. Bestelle ich immer bei Amazon, knapp 8 Euro. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon wieder mal ausgekratzt mit dem Pinsel. Das Ding ist mir nämlich kaputt gegangen, diese Stängel da. Und damit habe ich halt die Reste rausgekratzt und der ist mir jetzt abgebrochen. Ist bestellt, finde ich einfach bombastisch. Schön leicht, die Farbe passt gut zu meiner Haut. Und deshalb habe ich sie mir nachbestellt. Die hier muss ich wegschmeißen, die BB Cream von Garnier. Die ist nämlich gekippt. Die hatte ich noch vom letzten Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß es gar nicht genau. Aber jedenfalls kann ich sie nicht mehr verwenden, obwohl ich sie so, so gut fand. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich fand die so grandios, jetzt gerade für den Sommer. Da möchte man ja was Leichtes. Leider muss die jetzt in den Müll. Meine Jungs haben aufgebraucht, wie immer, ihr Head and Shoulders für die Haare. Es riecht einfach so, so göttlich. Wirklich, ich kaufe das so, so gerne. Meine Jungs, die ja, lieben es auch und immer, wenn sie an mir vorbeilaufen und ich diesen Geruch rieche, ich liebe es. Ansonsten haben sie aufgebraucht dieses Produkt hier für die Dusche, Schauergel und Shampoo 2 in 1. Werde ich definitiv nachkaufen von Playboy. Das haben sie auch aufgebraucht von Nivea. Allerdings bevorzugen sie das Produkt hier. Ja, vielleicht, weil es einfach cooler ist, ne, wenn das im Schrank liegt. Ansonsten habe ich noch den Augenbrauenstift aufgebraucht, den ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ich glaube in einem Vlog. Nee.
als ich euch mein Schminktäschchen gezeigt habe mit den Sachen, die ich mitgenommen habe nach Italien. Ja, der ist leider sehr schnell leer gewesen, muss ich sagen. Aber ich fand den so, so gut. Ich wollte mir jetzt nur nicht nachkaufen, weil ich gesehen habe, dass ich noch diesen hier habe von Benefit. Und der Farbton, der ist einfach wirklich richtig, ja, gut. Passt zu dem fast identisch, nur dass es halt breiter ist und deshalb nicht ganz so schön zum Auftragen. Aber ich möchte es einfach erst aufbrauchen, bevor ich mir einen neuen kaufe. Jo, und das war es soweit von mir, von den aufgebrauchten Dingen, die ich euch zeigen wollte. Mit Sicherheit habe ich noch das eine oder andere vergessen, aber das zeige ich euch dann einfach das nächste Mal. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass es eine kleine Inspiration war. Schaut gerne mal dazu unten in die Infobox. Ich versuche euch alles rauszusuchen. Schaut auch gerne mal bei Beauty Mates vorbei. Wie gesagt, ich habe ja noch den 20% Rabattcode für euch ergattert. 20% ist eine ganze Menge Geld. Schaut euch da gerne um. Ich liebe die Produkte und damit verabschiede ich mich jetzt. Bleibt mir alle gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!